Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Auswechselspielerkanal. Wir sind gerade in der Westfalenhalle und zwar in Dortmund und hier treffen wir uns heute mit dem dreifachen deutschen Meister im Eisfreestyle. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Zeigen wird uns das Ganze heute Henrik. Da ist er. Und ja, erzähl mal, was genau haben wir geplant? Genau, wir machen uns gleich direkt ein bisschen warm auf dem Eis. Wir fahren ein bisschen, machen ein paar Übungen, dass Gelenke ein bisschen warm werden. Und dann gehen wir direkt ins Eisfreestyle. Ich zeig dir ein paar Übungen und dann schauen wir mal, wie weit du kommst. Der Plan ist jetzt, dass mir Henrik unterschiedliche Übungen zeigt. Jedes Mal, wenn ich eine kann, gehen wir eine weiter. Und das Ziel ist, dass ich am Ende eine kleine Choreo aufführen kann. Warm machen? Warm machen. Okay. Ich zeig dir jetzt mal ein paar Sachen und dann machst du nach. Ja, okay. Nein. Nein, das machst du jetzt nicht. Die erste Übung ist der Skifahrer. Stoßt uns immer schön von den Kanten ab. Oh! Das war's. Okay. Ah! Oh! Okay. Perfekt. Okay, sehr gut. Nächste Übung. Nächste Übung haben wir das gleiche, nur in rückwärts. Ah, perfekt. Dann versuch das mal. Ja. Boah, das ist ja richtig komisch. Oh ja! Weiter! Ja, okay, so ein bisschen. Das ist gut schon gewesen. Ja. Fürs erste Mal. Wir können anfangen. Was können wir? Wir können jetzt anfangen mit Freestyle. Du wirst deine ersten Freestyle-Tricks lernen. Hau raus. Erster Schritt, der Übersetzer. Übersetzer ist einfach von vorne rum. What? Genau, wir gehen jetzt zuerst an die Bande, damit wir ein bisschen Sicherheit haben und uns auch festhalten können, dass wir nicht direkt hinfallen. Wir vor allem. Bande haben wir. Ja. Festhalten haben wir auch. Ja. Jetzt geht der linke Fuß über den rechten drüber gefahren. Genau. Jetzt fährst du mit dem linken Fuß nach hier vorne zur Bande wieder. Und der rechte Fuß fährt nach hier hin, dass du mit den Füßen dein V stehst. Jawohl, genau. Yo. Jetzt fährt der linke zurück, der rechte hinterher. Genau, und jetzt bist du ja so komisch überkreuzt mit den Füßen. Jetzt musst du den linken anheben und links den deinem rechten Fuß wieder aufsetzen. Genau. Ich zeig's mal einmal im Schnell, wie es aussehen soll. Vorfahren, V, zack, zack, zack. Ja! Ja. Der war's. Ja? Es ist ganz viel mit Gewichtsverlagerung auch. Boah. Genau. Ultra krass. Mach du noch mal. Jo. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich bin spontan mal in die Eishalle gegangen damals, bei uns in Herne. Und da habe ich da auch Leute gesehen, die das gemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, das willst du auch können. Und seitdem mache ich das, seit 6 Jahren. Okay, ein weiter. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und machen das Dreieck jetzt. Okay. Und ich zeige dir einmal, wie es komplett aussehen soll. Und dann zeige ich dir Step by Step, wie wir es dann machen, okay? Okay. Jawohl, okay, alles klar. Das lernst du jetzt. Das hast du gerade auch schon gemacht. Wir starten im V, ziehst wieder nach hinten und das fängt alles jetzt wieder von gleich an, von vorne. Du fährst immer in dieses V rein und fängst immer wieder neu an. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Okay, ich verstehe. Das ist so viel Kopfsache, also eigentlich 90%. Yeah! Ich krieg da Muskelkater, ey. Das wird, du wirst auf jeden Fall morgen davon was merken. Ja, perfekt. Das sieht so geil aus, mach nochmal. Jo. Das Dreieck. Ich sehe da echt keinen so großen Unterschied mehr. Ich sehe da auch keinen Unterschied mehr. Das sieht fast genauso aus. Auch in der kurzen Zeit merkt man, wenn man das so ein bisschen besser hinkriegen würde,
kommt da so ein Flow rein? Auf jeden Fall. Ja, wenn du immer das immer wieder öfter machst, es wird einfach immer besser. Du kriegst da so einen gewissen Flow rein. Du weißt genau, was du jetzt machen musst. Und du fühlst dich damit einfach dann immer noch wohler. Ja. So, jetzt kombinieren wir die beiden Schritte, die wir gerade geübt haben. Also den ersten Schritt mit dem zweiten Schritt zusammen. Und ich zeig dir mal, wie das aussieht. Der erste Schritt. Und der zweite. Kombiniert. Also, komm hier aus zwei Schritten. Ja, das ist geil. Das war sehr gut. Hey, sehr gut. Bock. Das macht wirklich Bock, weil man so übers Eis fliegt. Also. Okay? Nächste Übung. Nächste Übung, die wird ein bisschen komplizierter. Shuffle hinten rum, dafür fahren wir vorwärts. Das ist schon mal gut. Schritt 1, den wir machen, von vorwärts auf rückwärts und dann nochmal Schritt 2, rückwärts auf vorwärts. Weil wir teilen die Übung auf. Genau. Musst du noch mal langsamer vorwärts. Ich mach nochmal ganz langsam. Okay. Also wir fahren. Beine gehen auf. Ja. Bisschen über Kreuz. Links fährt raus. Der rechte fährt weiter geradeaus. Dass wir uns einmal komplett drehen. Dass der rechte Fuß jetzt vorne ist und dass wir rückwärts fahren. Und möglichst nicht dabei stehen bleiben. Ja, fast. Du drehst dich so rum und drehst dich nicht in einem weiter, sondern drehst wieder in die Richtung zurück. Das ist jetzt das Schwierige daran. Du drehst ja von hier in die Richtung. Ja. Würdest jetzt kopftechnisch darum weiterdrehen, über die linke Schulter. Aber, drehst dich wieder aber wir zurück. Drehen uns jetzt wieder in die Richtung zurück. So in etwa. Bist du bereit für deine Choreo? Oh, ja. So, jetzt haben wir die Eishalle alleine und jetzt kommt noch mal ein kleiner. Jetzt kommt die Choreo. Jetzt versuche ich die drei Übungen, die wir hatten, zu kombinieren. Ne? Ja, schon gut. Ah, geil, danke dir auf jeden Fall. Das macht Bock. Fazit, du hast dich richtig gut geschlagen innerhalb von einer Stunde, auf jeden Fall. Ja, danke, das musst du ja jetzt auch sagen. Nein, ehrlich, also wirklich, wie gesagt, das, was ich ihm in einer Stunde jetzt beigebracht habe, das bringen wir den meisten in 3 oder 4 Trainingsstunden bei. Also das ist schon echt eine gute Leistung. Ich hatte auch einen guten Lehrer, dreifachen deutschen Meister. Ich hatte es am Anfang gesagt, kann man fast in jeder Eishalle machen. Grundschritte lernt man wahrscheinlich einfach auch so über YouTube. Genau. Oder bei dir im Verein. Henrik hat einen Verein gegründet, könnt ihr da auch mal nachschauen. Genau, der Verein heißt Turtle Style, der ist in Dortmund-Wischling. Und da bringen wir den Leuten das Freestyle bei. Ja, ist unten verlinkt, also schaut mal rein. Dir vielen, vielen Dank, dass du uns heute mal mitgenommen hast. Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao. Nein, 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 das machst du jetzt nicht.